dem Bogen aus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Wolltest du schon mal helfen, der Elfen haben? Denn ist heute der richtige Tag gekommen, denn wir bauen heute das Häuschen von Timmy Turner. Er hat helfen, der Elfen. Und vielleicht aus Dank, weil wir ihn sein Häuschen bauen, spenden jeder uns einen Wunsch. Wir wollen es sehen. Von daher, Blöcke in die Hand. Auf geht's. Mit ein paar Blöcken beginnen wir wie immer. Für das Häuschen brauchen wir ganz einfach ein bisschen weißen Beton. Holen wir uns noch roten Beton raus, denn rote Keramik, denn ein paar Ziegelblöcke. Davon die Treppen und Stufen und Mauern. Weiter geht's noch mit Quarzstufen und glatten Steinstufen. Wie immer geht's erstmal ran an unseren Grundriss von Timmys Häuschen. Da fangen wir erstmal an, uns erstmal eine gerade Reihe lang zu ziehen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcken. Ziehen wir uns erstmal gerade lang, dann gehen wir nochmal zu den Seiten. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 7 Blöcke an den Seiten und 14 Blöcke auf der Vorder- wie Rückseite. Das heißt, hier auf der Rückseite könnten wir das auch gleich schon mal so lang ziehen, aber ich möchte mir hinten noch was ranbauen. Von daher ziehen wir auf der anderen Seite hier auch nochmal, zack, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 7 Blöcke hier und können hier einfach mal zur Seite weg noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke setzen, dass wir, sage ich mal, hier hinten zwischen so 5 Blöcke Platz haben. So, jetzt wollen wir uns hier noch so einen kleinen Anbau ranbauen. Das heißt, wir gehen so schräg zu den Seiten einmal nach innen und setzen davon dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einfach mal hin. Hier gehen wir nochmal zur Seite weg. Da machen wir auch nochmal so, dass wir 5 Blöcke hier insgesamt von jeder Seite haben. Und so ziehen wir das natürlich auch wieder einmal zu. Wenn wir das Ganze soweit haben, können wir das jetzt auch hochziehen. Dabei setzen wir, sage ich mal, uns hier vorne diesen fetten Kasten, den wir ja zuerst hatten, auf eine Höhe von insgesamt 6 Blöcke hoch. Können wir hier nochmal so gucken. Ne, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und den anderen hier, den ziehen wir nicht auf 6 Blöcke hoch, sondern ein niedriger. So insgesamt halt nur 5 Blöcke setzen wir das hoch. So, dann können wir das Ganze uns erstmal hochziehen. Haben wir denn das Ganze erstmal hochgezogen? Wie gesagt, hier vorne der Kasten, den machen wir auf 6 Blöcke hoch. Den hinteren hier machen wir auf 5 Blöcke hoch. Geht es weiter an unseren vorderen Kasten hier. Da fliegen wir mal, wenn wir auf der Vorderseite sind, einfach mal auf die linke Seite. Und lassen jetzt auf der Vorder- wie Rückseite eine Blockreihe Platz. Ziehen uns hier eine Reihe wieder einfach mal so hin. Das Ganze machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 6 Blöcke. Also der zählt schon mit. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, wenn wir das Ganze natürlich auf 6 Blöcke hoch haben, möchte ich das nicht so lassen. Nein, wir ziehen hier das Ganze einmal bis zur anderen Seite. Nun lassen wir jetzt hier eine komplette Blockreihe einfach so Platz und verkürzen das einfach mal so. Und dann können wir das hier natürlich wieder zur anderen Seite ziehen und dann hier hochziehen, alles auf 6 Blöcke. Wenn wir das soweit hochgezogen haben, geht es jetzt daran, dass wir jetzt hier nochmal dazwischen einfach nochmal eine Blockreihe raufsetzen. Das ist so schon der Vorbau für unser Dach, dass wir halt an den Seiten jeweils eine Blockreihe noch Platz lassen. Machen wir natürlich auf beiden Seiten. Und wenn wir das hier machen, machen wir es nochmal hier auf der Rückseite, dass wir auch nochmal dazwischen, zack, drei weitere Blöcke setzen. Und an den Seiten haben wir jeweils immer noch eine Blockreihe Platz. So, jetzt geht es daran, dass wir langsam die Garage bauen von Timmy. Das heißt einfach mal, wir gucken so ein bisschen vom Haus aus, gehen zur Seite einfach mal hier auf der linken Seite zwei Blöcke entfernt hin, können einen Block hinsetzen. Das Ganze würde ich mal sagen, dass wir die Garage so zwei Blöcke ein bisschen vor unserem Haus überstehen. Ne, dann haben wir hier schon mal so drei. Maß hier an den Seiten wäre insgesamt, jetzt habe ich hier nicht gezählt, gucken wir mal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sagen wir mal eine 8er Länge und eine Breite von, ich zähle den jetzt mal mit, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also machen wir Breite 7, Länge 8. Und wenn wir das denn erstmal so haben, können wir das eigentlich auf der Vorderseite auch offen lassen, denn da wollen wir ja später noch so ein Tor reinzimmern. Aber wir wollen das Ganze ein bisschen hochziehen. Da würde ich mal sagen, machen wir eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. Den fünften Block ganz oben könnt ihr natürlich hier einmal zur Seite noch rüberziehen. Und wenn wir das dann hier komplett den Kasten einmal so hochgesetzt haben, können wir danach auch gleich schon so den Vorbau machen für unser Dach. Und da machen wir es eigentlich ganz einfach. Einfach so wie eine Pyramide setzen wir uns hier, zack, eine Blockreihe nach der nächsten einfach mal rauf. Und wenn wir das soweit haben, können wir jetzt wirklich schon beginnen mit unserem Dach, dass wir uns das überall schon raufsetzen. Dabei machen wir es erstmal bei der Garage, weil es hier am einfachsten ist. Und hier eigentlich auch ganz simpel, wir fangen einfach an den Seiten an und setzen hier pyramidenmäßig auch unser Dach einfach mal rauf. Können zur anderen Seite runterziehen und natürlich nach hinten. Haben wir das Dach dann auf unserer Garage raufgesetzt, geht es natürlich weiter bei unserem Haupthaus. Da fangen wir auf der Vorderseite einfach mal an, dass wir hier erstmal eine Schicht komplett hier einmal komplett ransetzen von unserem Rotbeton. Den können wir auch ruhig schon mal zu den Seiten überstehen lassen. Und dahinter setzen wir gleich noch eine weitere Reihe, ziehen die natürlich zur anderen Seite hier und hier auch einmal überstehen lassen. So, jetzt hier bei unserer Seite, wo auch die Garage ist, können wir gleich mal ansetzen. Ziehen hier die oberste Reihe einfach mal zur anderen Seite weg und können auch hier nochmal dieses Dach einfach nochmal hier raufsetzen. Wie gesagt, wir lassen es auch hier wieder einmal überstehen. Können wir auch so, ups, nicht so, sondern hier einfach ganz normal, zack, wieder zur anderen Seite ziehen.
Jetzt kommen wir natürlich hinten zu diesem weiteren Anbauteil, was wir hier haben. Da setzen wir einfach an den Seiten hier mal an und können ja das Ganze auch nochmal, zack, immer so jeweils einmal hier überstehen lassen. So, und ganz oben natürlich hier die drei Schichten können wir auch nochmal langziehen. So, und so gehen wir natürlich auch hier wieder runter. Wenn wir das soweit dann hier auf der Rückseite auch haben, machen wir natürlich noch oben das Dach hier einmal oben rauf. Hier setzen wir an den Seiten einfach mal an. Ganz oben machen wir unsere drei hier hin und zur anderen Seite geht es runter. Wieder zu beiden Seiten einfach überstehen lassen und dann haben wir das Dach auch fertig. Wenn wir das Dach dann soweit haben, geht es jetzt weiter mit unserer roten Keramik. Wir wollen unseren Schornstein uns ranzimmern. Da fliegen wir jetzt einmal auf die rechte Seite von unserem Haus. Und mit unserer Keramik setzen wir die so hin, dass wir jetzt hier an der Seite des Hauses immer eine Blockreihe überstehen haben. Dann können wir hier fünfmal Keramik hinsetzen. Die können wir auf eine Höhe von insgesamt, würde ich mal so sagen, bis hier zu dieser ersten roten Betonschicht können wir das Ganze einmal setzen. So, füllen wir uns das Ganze hier natürlich einmal aus. Und wenn wir das dann ausgeführt haben, geht es weiter, dass wir das natürlich wieder weiter höher setzen. Da verkleinern wir das Ganze jetzt aber nur auf 3, sodass wir an den Seiten wieder einmal unsere Keramik überstehen lassen haben. So, das Ganze können wir so lange hoch einmal hier ziehen. Natürlich machen wir jetzt unseren Schornsteinlayer auf eine Zweierdicke, ne, damit er ein bisschen stabiler wirkt. So, das können wir das Ganze hier auch so hochziehen, sage ich mal, wie unser Dach hier ist. Ja, dann lassen wir das Ganze hier oben nochmal nach vorne wie nach hinten noch einmal überstehen. Kommen wir jetzt schon zu unseren Ziegelblöcken. Ich würde erstmal die Treppen verwenden, dass wir die, sage ich mal, hier bei diesem Übergang, wo wir ein bisschen kleiner gehen, sage ich mal, mit dem Schornstein einfach mal unsere Treppen uns einmal hier platzieren. Bei den Ziegelstufen würde ich die einmal oben hier so ein bisschen dazwischen platzieren. Und dann machen wir natürlich unseren Schornstein auch so richtig fertig hier mit unseren Mauern an den Seiten. Ja, und danach kannst du ihn natürlich so lassen, wenn du sagst, der soll niegelnagelneu sein. Aber bei mir soll ein bisschen Putz abfallen, würde auch passen, weil wir ja schon die Ziegeltreppen und Stufen und so verwendet haben. Und daher tob dich hier leicht aus, setz hier überall so ein bisschen versetzt, sag ich mal, hier so ein paar Ziegelblöcke rein. Kannst auch ruhig zu zweimal nebeneinander setzen, das macht nichts. Kannst auch hier, wo wir, sag ich mal, ein bisschen dicker haben, auch mal zwei so einfach mal hinsetzen. Kannst auch einen nur machen, wie du willst. So, dann können wir das hier noch so leicht verteilen. Man sollte nicht übertreiben und dann reicht das schon völlig, wenn man da so nur so ein bisschen sich platziert. Dann wollen wir jetzt langsam mal unsere Türen und Fenster mal freihauen von unserem Häuschen. Bevor wir die natürlich besetzen und alles, schlagen wir die erstmal frei. Von daher fangen wir auf der Vorderseite an. Wir suchen uns so ein bisschen hier mal die Mitte raus. Das heißt einfach mal, wir fliegen zur Seite und zählen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also den siebten Block schlagen wir mal weg und dann nochmal den achten so gesehen. Ne? Dann haben wir hier unsere Zweier Mitte. Andere Seite können wir nochmal gucken. Obwohl, ups, haben wir anderes Maß? Nein, wir haben 6 auf dieser Seite. Und 6 nochmal auf dieser Seite. So, dann schlagen wir hier in der Mitte, würde ich mal sagen, eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einfach mal weg. Genau, 5 Blöcke können wir mal weghauen. Zu den Seiten lassen wir jetzt unten mal 2 Blöcke Platz und schlagen mir hier 3 Blöcke weg, sodass ich hier nochmal 2 habe. So, dann können wir hier ein 3x3 Fenster machen. Das Ganze können wir auch einmal komplett bis nach oben schlagen. Machen wir an der Seite auch nochmal. Von der Tür lassen wir einen Block frei, schlagen 3 Blöcke weg und das Ganze bis einmal hier unter das Dach. So, wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt weiter hier oben. Da lassen wir an der Seite, würde ich mal sagen, eine Reihe Platz und eine Reihe Platz und dann schlagen wir hier 3 weg. Eine Blockreihe wieder lassen, wieder 3 weghauen, einen lassen, 3 weghauen. Und auch das Fenster schlagen wir einmal bis und das Dach einfach mal hier frei. So, das machen wir natürlich einmal hier auf der Vorderseite, wie normal auf der Rückseite. Das heißt, ganz oben machen wir genau das gleiche Maß. Wir lassen wieder an der Seite eine Reihe Platz und dann schlagen wir uns hier wieder dreimal solche 3x3 Fenster einfach mal frei. Zack. Geht ja alles relativ fix. Und wenn wir das haben, sind wir schon auf der Rückseite angekommen. Da wollen wir uns erstmal ein paar Türen freihauen. So, ich würde mal sagen, wir fangen auf der Garagenseite mal an. Dass wir einfach mal bei der Garage, wenn wir schon hinten sind, einfach mal eine Reihe Platz lassen. Also eine Reihe lassen wir hier. Und schlagen wir wieder 1, 2, 3, ups, 4 Blöcke mal weg. Genau, wir schlagen hier mal 4 Blöcke weg. Wenn wir das haben, geht das weiter zum Haus. Ich lasse jetzt mir auf der Seite hier, würde ich mal sagen, 2 Blöcke Platz. Und dann schlage ich mir 1, 2, 3... Blöcke weg. Da bin ich gerade überlegen. Ich glaube, ich mache mir das Fenster ein bisschen niedriger. Das heißt einfach, ich lasse mir unten eine Reihe Platz, oben eine Reihe Platz und dann einfach so ein 3x3 Fenster rein. Dann haben wir hier noch 3 Blöcke. Dann gehen wir mal hier zu unserem hinteren Anbauteil. Da würde ich mal sagen, lassen wir eine Reihe natürlich an der Seite Platz und dann schlagen wir hier 2 Blöcke weg und das Ganze bis unter das Dach einfach mal frei. Das wird natürlich hier wieder eine Tür. Auf der Rückseite hiervon, da machen wir erstmal nichts hin, da lassen wir das alles glatt. Aber auf der anderen Seite würde ich nochmal ein 3x3 Fenster machen, passt auch hier super in die Mitte rein. Auch wieder hier bis unter das Dach. So, jetzt wollen wir natürlich unsere Quarzstufen verwenden. Die möchte ich mir gerne, sag ich mal, jetzt hier bei diesem Fenster einmal unten wie oben einmal platzieren. Gehe jetzt weiter. Bei den Türen setze ich mir die einfach nur natürlich einmal nur oben hin. Hier bei diesem hinteren Fenster mache ich auch nochmal unten wie oben hier einfach mal meine Stufen hin. Natürlich hier bei der Garage, da mache ich bei der Tür natürlich auch nochmal ein paar Stufen oben hin.
Bei unseren oberen Fenstern hier bei unserem Häuschen, da machen wir die Stufen auch nur oben hin, wie bei den Türen. Natürlich einmal auf der Rückseite, wie natürlich auf der Vorderseite. Zack, setzen wir einfach unsere Stufen oben hin. Dann haben wir die auch schon abgeschlossen. Natürlich bleibt jetzt nur noch die Vorderseite. Da wollen wir natürlich hier einmal bei den Fenstern, auch so wie wir es auf der Rückseite haben, unten wie oben nochmal unsere Stufen einmal platzieren. Und bei der Tür machen wir es dann eigentlich nur noch oben. Jetzt kommen wir natürlich noch zu unseren glatten Steinstufen. Die wollen wir, sag ich mal, bei der Tür ein bisschen vorne verwenden. Das wäre natürlich dann, sag ich mal, hier unser Fußabtreter, ne, unsere Treppe zu unserer Haustür. Da setzen wir einfach mal zwei Reihen von unseren Steinstufenblöcken. Und ganz vorne setze ich mir nochmal eine Stufenreihe hin. Und dann müssen wir uns schon wieder neue Blöcke holen. Weiter geht's jetzt mit hellblauer Keramik Steinblöcken. Dann holen wir uns noch ein paar Steinknöpfe raus. Ich verwende heute wieder mal türkises Glas für die Fenster. Holen uns noch ein bisschen dunkles Prismarin raus und hellblauer Beton. Zuallererst würde ich mal sagen, fangen wir bei der Garage an. Da schnappen wir mal unsere hellblaue Keramik und unseren Steinblock. Da wollen wir unser Garagentor so ein bisschen im Wechsel hier einfach mal platzieren. Das Ganze machen wir hier insgesamt viermal. Und wenn wir das haben, würde ich noch unten einen Steinknopf ransetzen, ne, als Griff für unser Garagentor. Und wenn wir das haben, geht es erstmal weiter mit unserer hellblauen Keramik, denn die möchte ich für unsere Türen verwenden. Das heißt einfach mal, wir fliegen mal hier natürlich ins Haupthaus rein und können hier einfach auf der Vorderseite natürlich hier erstmal unsere blaue Keramik reinsetzen. Machen wir dann nicht nur vorne, sondern auch hinten. Wir haben ja noch eine Hintertür und das ist ja immer noch nicht alles, denn wir haben auch noch bei der Garage auch noch eine Tür. Das heißt, drei Türen müssen wir erstmal platzieren hier mit unserer Keramik. Und wenn wir das haben, bleibt nur eins übrig, natürlich die Türknäufe noch hier überall ransetzen. Davon haben wir insgesamt auch drei. So, auf der Vorderseite müssen wir das natürlich auch noch machen. Wenn wir das Ganze haben, kommen wir jetzt zu den Fenstern. Und die Fenster wollen wir heute mal ein bisschen schön verkleinern, würde ich mal sagen. Bei Timmys Häuschen kann man nicht wirklich einrichten, wie sie es halt gezeichnet haben. Von daher kannst du erstmal einen Schritt machen, natürlich die ganzen Fenster mit Glas bestücken. Das ist ja ganz normal, das kann man ja machen. Das kannst du ja auch hier überall erstmal machen. Mache ich hier erstmal noch nicht, ne? Wir wollen ja erstmal gucken. So. Da kannst du ja erstmal entscheiden, was nimmst du für eine Glasfarbe. Und wenn du das hast, nimmst du einfach die Prismarinblöcke, platzierst sie an den Seiten und blauer Beton, würde ich mal sagen, einfach in der Mitte. Du kannst dir natürlich noch ein bisschen schönere Arbeit oder ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Das heißt einfach, du schnappst dir nochmal weißen Beton und kannst so ringsrum die Fläche von unseren Glasblöcken damit einfach noch ausfüllen. Weil dann erhalten wir, sag ich mal, diesen Look, dass wir Vorhänge haben bei unserem Häuschen und der blaue Beton ist einfach nur halt, ne, damit man halt nicht reingucken kann. So, dann haben wir auch ein paar Vorhänge gemacht und das machen wir eigentlich überall. Wenn wir das dann soweit haben, machen wir nochmal einen kleinen Rundumcheck, wie das so ein bisschen wirkt hier. Aber ich finde das eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn man sich so die Vorhänge und so alles so ein bisschen andeutet hier mit unseren dunklen Prismarinen. Und dann sieht das natürlich von den Seiten erstmal so aus. Wir sind natürlich noch nicht beim Ende angekommen. Jetzt geht es weiter, dass wir uns mal eine Satellitenschüssel basteln. Fliegen wir mal auf die linke Seite von unserem Häuschen. Wir haben hier noch so eine schöne, gerade große weiße Fläche. Die wollen wir natürlich jetzt erstmal mit unserer Satellitenschüssel bestücken. Ab der dritten weißen Betonreihe suchen wir uns mal hier die Mitte raus, platzieren hier oben am Block einmal unsere Stufe ran. Dann würde ich noch sagen, setzen wir da schräg davon nochmal eine weitere Stufe. Und dann können wir da einfach mal hier vorne so ran. Zack, zack. Einfach mal hier zwei normale Treppen machen. Da setze ich mir dann, also zwei umgedrehte Treppen, mache ich mir nochmal zwei normale Treppen rauf. Dann komme ich schon zu meinen Eisenfalltüren, die ich mir einfach mal schnappe. Setze mir dazwischen einfach mal eine Eisenfalltür. Und dann würde ich sagen, verstärke ich mir hier noch so ein bisschen diese Halterung mit zwei Eisenfalltüren. Und dann würde ich noch sagen, fliege ich mal auf die Rückseite und setze mir einfach mal nochmal so zwei Stufen hin, dass es doch ein bisschen so eine stabilere Haltung ist für unsere Satellitenschüssel. Und dann können wir hier vorne, würde ich noch sagen, so eine, mit Eisengitter so eine kleine Antenne uns basteln. Und schon haben wir eigentlich eine sehr gut realistische Satellitenschüssel mit nur vier Blöcken. Poh, so schnell kann man sich eine basteln. Aber noch sind wir immer noch nicht am Ende. Eine Sache bleibt noch, und zwar wollen wir natürlich noch das Grundstück ein bisschen verfeinern. Schnappt euch mal vielleicht so ein paar Blätter raus, ich will mal Eichenblätter, dass wir uns beim Häuschen natürlich noch so ein paar Büsche überall hin platzieren können, damit das doch nicht so ganz kahl ist an den Seiten. Das können wir überall so ein bisschen machen. Vielleicht auch hier zwischen, sage ich mal, wo unsere Garage und unser Haus ist, dass wir uns hier auch nochmal einfach mal so ein paar Büsche machen. Ich mache jetzt hier keine ausgeflippten Büsche, ich mache mir hier so ganz normale, halt auf eine Basis von vier Blöcke und dazwischen halt immer so ein Zweier. Vielleicht auf der Rückseite, wo das Fenster ein bisschen tiefer hängt, vielleicht da auch noch einfach nur so ein paar ganz normale Büsche. Und dann kannst du dich hier noch vielleicht leicht austoben, wie du, sag ich mal, hier sind einfach noch so ein bisschen, sag ich mal, Blätterwerk an den Seiten, halt so ein bisschen bastelst vom Häuschen, ne, damit das doch nicht so kahl ist. Vielleicht machst du dir auch noch hier auf der Rückseite, das war so eine Idee von mir, was man hier noch so vielleicht machen könnte, noch so einfach so, ja, so eine Hecke, so eine Rosenhecke, dass sie vielleicht, Turners Mom, also, oder nicht Turners Mom, Timmys Mom, die einfach noch so eine kleine Rosenhecke gebastelt hat. Würde ich gar nicht mal so schlecht finden. Dekorieren wir damit auch diese weiße, kahle Stelle einfach mal weg.
Ja, und ansonsten kannst du dir hier natürlich noch überall Blätter hinsetzen oder vielleicht auch ein paar Gräser, dass du sagst, okay, die mähen nicht jeden Tag den Rasen. Dann kannst du hier einfach noch zack, zack, überall dir noch ein paar Gräser platzieren. Du kannst natürlich noch deine Auffahrt ein bisschen pflastern, vielleicht auch noch so einen kleinen Weg natürlich zum Haus dir noch ziehen. Oder vielleicht auch auf der Rückseite, hast du ja gesehen, sich hier vielleicht nochmal die hintere Haustür mit unserer Garagentür noch verbinden mit einem kleinen Weg, dass man nicht immer über den Rasen läuft, sondern einfach da wirklich irgendwie so einen vorgefertigten Weg hat. Ich hoffe, du bist mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht natürlich das Häuschen von Timmy Turner da. Jetzt kann er einziehen mit seinen helfenden Elfen wieder neue Abenteuer erleben. Wer weiß, was er wieder anstellt. Jetzt haben wir ihn in der Nachbarschaft. Mal gucken, wie lange noch alles ruhig bleibt. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.